Der Titel sieht ja mal interessant aus. Was verbirgt sich hinter dem Namen? Das kann ja schon fast alles und aber auch nichts sein. Eine Schwimm- oder Schifffahrtssimulation? Also ist es mal wieder Zeit, eine Wissenslücke zu schließen. Was taugt SOS Sink or Swim für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde von Zeppelin Games entwickelt und von Titus Software 1994 bei uns in Europa veröffentlicht. In Amerika erschien es erst 2 Jahre später, 1996, und in Japan erschien es nie. Bei der Portierungsgeschwindigkeit ist es wahrscheinlich zwischenzeitlich untergegangen. Das Spiel erschien auch auf anderen Plattformen, wobei es zuallererst auf den MS-DOS-Computern veröffentlicht wurde. Auf den Sega-Konsolen wurde es in SS Lucifer Man Overboard umbenannt. Das Spiel ist im Kern ein Puzzlespiel mit Anleihen aus der Lemming-Serie. Ihr betretet ein Schiff, das am Sinken ist und müsst dort die Besatzung retten. Die ist leider strohdoof und muss erst zum Ausgang gelotst werden. Also räumt ihr Hindernisse aus dem Weg und bereitet den Weg für die Sicherheit. Die Besatzung läuft dabei wie die kleinen grünen Wesen immer nur geradeaus, bis sie auf ein Hindernis stoßen oder schlimmer in eine Falle reinrennen und dabei sterben. Letzteres solltet ihr natürlich verhindern. Auf diese Weise kämpft ihr euch dann von Raum zu Raum, wobei das Schiff in verschiedene Bereiche unterteilt ist, die sie dann auch optisch unterscheiden. Außerdem werden die Rätsel natürlich immer kniffliger. Logisch. Insgesamt erwarten euch 100 Level und alle 20 Level wechselt ihr den Bereich im Schiff. Kommen wir also zum Kern des Spieles. Wie genau befördert ihr die panische Mannschaft also genau zum Ausgang? Im Prinzip müsst ihr nur das Level entsprechend manipulieren. Ihr drückt also zum Beispiel Knöpfe, um die Richtung eines Laufbandes zu ändern, legt Hebel um und wenn alles nichts weiter hilft, sprengt ihr euch den Weg einfach frei. Sprengen? Ja, ganz so unvorbereitet geht ihr natürlich nicht in die Schiffsrettung und so habt ihr auch Bomben zur Verfügung. Also, genau wie in echt. Immerhin verletzen die euch nicht, wenn ihr direkt daneben steht. Also, wie in echt. Das Spiel benötigt bei der ganzen Lösungssuche viel Trial and Error und manchmal erschließt sich der korrekte Weg nicht sofort. Außerdem werdet ihr auch ziemlich oft unter Zeitdruck gesetzt. Wenn ihr nicht sofort handelt, sterben euch die zu rettenden teilweise schon nach 10 Sekunden weg. Da wäre es mir doch etwas lieber gewesen, wenn man alles etwas entspannter angehen könnte. Solche Passagen kann man einfach nicht beim ersten Versuch gleich schaffen. Die Steuerung ist dabei relativ simpel geraten. Ihr könnt springen, Bomben legen und Schalter umlegen. Alles geht nach einer kurzen Eingewöhnung gut von der Hand. Zusammengefasst erwartet euch hier ein nettes Puzzlespiel im Stile von Lemmings, das auch langfristig motivieren vermag, aber teilweise echt frustig sein kann. Die Grafik ist sehr schön gestaltet und bietet einen schönen, comichaften Stil. Die Animationen passen und das Schiff bietet euch auch optische, abwechslungsreiche Schauplätze. Für Puzzlespiele auf jeden Fall eine sehr schöne Optik. Die Musik ist unauffällig und das muss beim Puzzlespiel auch nichts Negatives bedeuten. Schließlich soll der Sound ja nicht beim Nachdenken stören. Die Soundeffekte sind guter Standard. Was taugt SOS Sink or Swim für das Super Nintendo heute noch? Wenn ihr mit dem Spielprinzip der Lemming etwas anfangen könnt, dann solltet ihr hier auf jeden Fall mal reinspielen. Es wird euch hier ein schönes Puzzlespiel geboten, das die Form etwas abändert, aber heute noch sehr gut spielbar ist. Eine klare Empfehlung von mir aus, aber ihr müsst etwas frustresistent sein. Das war der Test zu SOS Sink or Swim für den Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss.